Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Eden. New Eden sage ich schon, Far Cry New Dawn. Und unser Auftrag ist es mit Joseph Seed, ihn als sozusagen als Freund zu holen, beziehungsweise ihn um Hilfe zu bitten. Darüber müssen wir aber durch diese Insel rüber und ich sehe eigentlich keinen anderen Ausweg, als darüber zu schwimmen. Was wirklich sehr nervig sein kann. Und diese Insel, wie man sieht, ist voll mit Bliss. Und Bliss macht uns fertig. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass hier gleich ein paar Fische kommen und uns platt machen. Aber egal. Angeln kann man, glaube ich, hier auch. Haben wir noch nicht gemacht. Werden wir auch nochmal machen. Aber jetzt wollen wir gucken, was das Ganze hier auf sich hat. Und warum wir zu dieser Insel sollen. Denn Joseph Seed hat in der letzten Folge zu uns gesagt, geht dorthin, wo alles den Anfang nahm und alles endet. Das wird diese mega verseuchte Dings sein. Ich dachte, da griff mich gerade das an, aber das war nicht. Um schnell zu schwimmen hier. So, und Joseph Seed ist uns erschienen sozusagen. Das habe ich noch abgespaced. Guck mal, da oben steht seine alte Figur, die Schrott gemacht wurde im einen Teil. Oben links, wenn ihr es sehen könnt, auf dem Berg. Na komm. Wenn das, was hier aufsteigt. Könnte eigentlich diese Droge sein, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mir das nur einbilden muss. Okay. Da hat mich doch irgendwas gebissen. Gut, aber wir haben Glück. Gut, dann laufen wir jetzt mal dahin und gucken, was hier. Mein Name ist Joseph C. Okay. Einige nennen mich Vater. Ja, die Verrückten haben dich Vater genannt. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Oh, der Psychopath. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Oh. Und ein Anfang. Eieiei. Also Psychodroge hier. Da ist er. Der Wind bringt Veränderung. In mir die. Unsere einzige Chance ist, von der Vergangenheit. Ja, wie richte das Amulett aus? Ach, da, okay. Kann ich es noch drehen? Ja, das wollte ich nicht machen. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Das muss ja irgendwie. Was ist denn hier? Mann, Mann, Mann. Das passt immer noch nicht. Hier nochmal ziehen. Sieht schon sehr gut aus. Hm, noch nicht. Zieh nochmal. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Ist auch verkehrt. Nee, das passt auch nicht. Ja, irgendwie. Ziehen wir nochmal. Ne, noch eine Runde. Das ist das Richtige jetzt. Jetzt müssen wir hier irgendwie. Jedes einzelne Stück muss dahin, wo es hingehört. Es darf nichts fehlen. Vielleicht weiter zurück.
Die Zivilisation driftete immer weiter ins Chaos, bis nur noch wir übrig waren. Passt schon ganz gut, ne? Noch mal nach hinten? Das ist doch richtig oder nicht? Würde ich fast behaupten. Aber dann müssen wir hier runtergehen. Warte mal, gehen wir hier rein. Ach Quatsch, so muss das sein. Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Unser altes Leben führte zum Untergang. Okay. Es geht nur voran. Okay, gehen wir zum nächsten. Ohne Sünde leben. Mann, Mann, Mann. Eine Psychotante. Also Joseph C., das war echt ein beschränkter Typ. Setze die Vergangenheit zusammen. Können wir darüber schwimmen? Na super. Die Wahrheit. Ich bin schon gleich angegriffen von irgendwelchen blöden Fischen hier. Ja, ja, bin ich in dein New Eden rein. Meine Psycho. Spaß. Ja. Okay. Die Welt war nicht bereit für den Kollaps. Und die Menschen haben gegen uns gekämpft. Warte mal. Sie wollten unsere Familie zerstören. Sie schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten stand. Geht noch was im Weg, warte mal. Das muss auch noch kaputt gemacht werden. Oh, müsste es passen. Du musst alles zerstören, was der Wahrheit im Wege steht. Gut. Zweites Stück. Wir sind stark genug, um in der neuen Welt zu leben, die Gott uns gegeben hat. Darüber. Hier hochklettern? Ich hoffe. Hier hochklettern können. Ich nicht. Okay, schwimmen wir einfach außen rum. Noch da hinkommen. Da kommen wir jetzt auch hoch. Ja. Gott. Kommt mir vor wie so ein. Ja, wie so ein Psychotyp. Hier sind. Da. Was würden wir sagen? Oh nein! Die Sünden der Welt wurden im gerechten Feuer Gottes ausgelöscht. Das ist irgendwie. Nur jene, die auf die Zeichen achteten, wurden verschont. Saum, überhaupt, man muss es von hier aus von drüben machen, aber. Ah, also Molotov da drüben, okay. Um dem Pfad zu folgen, musst du alles Nutzlose verbrennen. Ja, dann müssen wir erstmal wieder hin. Shit. So, Molotov.
Läutere unser Symbol, so, haben wir. Wie die Welt geläutert wurde. Da stehen auch welche auf der Seite, auch noch ein paar Molotovs auf dem Steg gewesen. Werfen können. Und zack. Untersuche die Strahlen. Ja, auch von da drüben wieder. Sünde verbrennen, die da schießt ja immer ein Pfeil durch dieses Ding da, ne? Okay, müssen wir zum letzten Kreuz da. Glaube ich zumindest. Nee, ich verstehe es nicht, weil du einfach ein kranker Bastard bist. Gott hat die Welt von der Sünde befreit. Und doch gibt es sie noch. Ah, sind die jetzt noch mit. Die Sünde. Okay, alles gefunden hier. Suchen wir uns mal den Rest mal untersuchen. So. Schon ein kleiner Typ. Und nur dann sind wir Gottes Geschenks. Über Panzertape brauchen wir alles mit. Gott hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Ja, was hast du gemacht? Meine Familie gesammelt. Doch die Hölle folgte dem weißen Pferd. Einem, das nicht einfach umgeht. Folge dem Pferd, okay. Und mein Pfad endete hier. Oh. In diesen Mauern. Was die Atombombe, die er hochgejagt hat? Mein einstiger Feind war alles, was mir. Ich hätte ihn verurteilen können. Doch ich vergab ihm und bot ihm einen neuen Lebenszweck. Okay. Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Doch eines hatte er mir noch zu sagen. Das Wort, er sagte mir, du wärst dessen würdig. Bin dessen würdig? Hoffe doch sehr. Wir legen bald Texte und Briefe, die wir lesen können. Boah, habe ich jetzt aber nicht so viel Lust drauf, um zu geben. Okay. Hey, hey, hey. Verzeihung abgeschlossen. Nu? Denn das Ganze hat mir jetzt gar nichts gebracht. Oder verstehe ich das richtig?
Ich brauche noch Panzertech, okay. Öl erspacken. Das war ziemlich stressig. Nun gut. Aber was müssen wir jetzt machen? Auf unsere Karte? Logbuch? Haben keine Mission. Also entweder gehen wir jetzt nochmal zurück nach New Eden. Weil was anderes wüsste ich jetzt gerade nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder zurück zu ihm. Das heißt, wir setzen da einen Wegpunkt und gehen da wieder zurück. Das ist schon gar nicht mal so weit weg. Super. Hol uns Edens Unterstützung. Ich habe deren Auserwählte kämpfen sehen. Ja, habe ich vor. So. Ach, Spacken. Eigentlich. Geil. Da hast du ab. So, wo ist er stehen geblieben, ist der Heini. Wir müssen da rüber, müssen wir wieder schwimmen? Ach man, das nervt. Geschwimme, das nervt doch. Irgendwo ein Boot zufällig, ne? Na gut, dann schwimmen wir rüber, da hinten ist ein Boot. Könnte natürlich auch nehmen, aber nö. Oh oh. Ein Boot? Da sind ja keine Leute drauf, die mich killen wollen. Mann, schwimm rüber da. So, da drüben. Jetzt werden wir den Typen mal einen Besucher bestatten. Laufen wir mal dahin. Das ist schon ein Stückchen weit weg, ne? Muss man ja auch zugeben. Machen wir auf jeden Fall noch, einmal mit Joseph Seed reden. Stelle ich mir ganz wichtig vor. Und dann haben wir auch sozusagen unsere Story-Modus-Mission wieder beendet. Machen wir auf jeden Fall noch. Und dann müssen wir mal gucken. Ei! Ja, da steht jemand, aber das war nur so ein bisschen. So.
Ja. Ich brauche unbedingt einen Helikopter oder sowas. Also ich weiß nicht, ob man sowas hier bekommt. In Far Cry 5 hatte man ja einen Helikopter, das war ziemlich cool. Ich hoffe, dass man das hier auch nochmal irgendwann später bekommt. Oh, ach, guck mal. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Slider. Guck mal, Apex Legends gespielt, Leute. Dann könnt ihr auch so geil rutschen. Yeah. Naja. Das spiele ich auch gerade im Moment. Macht mir auch wirklich viel Spaß. Ich bin allerdings nicht so gut da drin. Aber Übung macht der Meister, denke ich mir. So, wilder Hund, ja. Können wir nichts für einen wilden Hund hier haben, der uns gleich angreift. Muss nicht sein. Eine Hirschkuh. Schade. Geil gewesen, habe ich die getroffen. Ach, guck mal. Vor Erschöpfung gestorben. Warte mal. Okay, die wird wahrscheinlich nicht vorher sterben. Aber hier können wir schon Fälle mitnehmen. Ist ganz gut. Denn dafür können wir ja coole Sachen eintauschen. Das bringt vielleicht jetzt nicht gerade so viel, die Hirschkuda, aber vielleicht das andere. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt mit uns abgeht da drüben. Alles voll mit Bliss, merkt ihr schon. Was für Junkies da drüben. Zack. So, jetzt müssen wir uns doch reinlassen können, oder nicht? Gucken wir mal, was da passiert. Klar, den freundlichen Mann mit der Maske, den befolge ich natürlich. Folge. Ja, los, geh los. Wir folgen soll. Ist echt alles neu aufgebaut hier, aber so ein bisschen oldschool, ne? Nicht cool. Ah, hier das Buch, ist richtig. Ihr seht's richtig, ich bin der Typ mit dem Buch. Ich bin's. Der Bücherwurm. Verneigt euch vor Gott. Was machst du hier? Rennst du ins Feuer rum? Dümmliches Schaf. Tritt die Kirche. Gerne. Du bist anders, als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Ethan. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun... Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du... bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit.
Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Na? Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Und? Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Okay. Na gut. Ich frage mich, woraus deine Seele gemacht ist. So, dann reden wir mal mit den Mitgliedern von New Eden. Es tut mir leid, was mit deinem Zuhause passiert ist. Ich muss Josephs Worte mit dem Herzen befolgen. Ich erkenne das Zeichen an dir. Sonst werde ich versagen. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Das war ich. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Ethan ist ein guter Krieger. Okay. Lass das Anwesen. Juhu! Ich fühle mich gut. Das Weg, ihr Belger. Eigentlich müsste ich die Kinder schon gleich als erstes umbringen, denn die werden ja die nächsten Psychopathen werden. Oh, natürlich nicht, ne? Okay. Die Auserwählten treffen wir wohl erst beim nächsten Mal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.